Die Energiepreise steigen und steigen, die Benzinpreise steigen, Autofahren wird zum puren Luxus. Aber für viele von uns ist es nicht vermeidbar, mit dem Wagen in die Arbeit zu fahren, auch wenn die Gehälter nicht wirklich angepasst sind. Unsere Regierung sieht das etwas anders. Sie meint, wir haben die günstigsten Tankstellen in Europa. Der ABÖ spricht sogar davon, dass wir uns ganze 5 Euro monatlich durchschnittlich ersparen durch Pendlerpauschalerhöhung und Kilometergelderhöhung. Aber bei 50% Versteuerung an den Zapfsäulen ist sicher mehr drinnen, oder? Wir gehen am Fuß, sehen Sie. Ein Auto steht irgendwo, oder? In der Garage. In der Garage. Zu teuer. Ja, ich selber habe keinen Führerschein, aber die, was alle betroffen sind, finde ich es arg. Ja, die Pendlerpauschale erhöhen ist schon in Ordnung, das ist klar, aber das macht das gerade auch nicht wirklich fett. Also, es sind ja nicht nur Pendler unterwegs, es sind ja andere Leute unterwegs mit dem Auto. Ne? Sagen Sie, dass wir zu Fuß unterwegs sind. Mit der Straßenbahn. Ein Autofahrer kann man machen, wie man will. Egal, ob man den Sprit erhöht, ob man die Steuern erhöht, ob man die Mautgebühren erhöht, spielt keine Rolle. Jeder schimpft, aber fahren dann alle. Ja, ich finde es voll scheiße, weil es verdienen nur die Größeren und die Kleinen zahlen drauf. Mehr sage ich nicht dazu. Schlecht, weil ich bin mit der Straßenbahn gefahren, weil ich mir es nicht leisten kann. Es ist mir wurscht, was anderes, wenn es dann nur teurer ist, also es reicht. Also mit den Benzinpreisen, das ist ein Wahnsinn. Sparen Sie beim Fahren? Was unternimmt man gegen die Erhöhungen? Ja, also ich habe meine Protestaktion mitgemacht beim ÖMDC. Habe mein Auto jetzt da draußen Wiener Straßen stehen lassen, bin jetzt zu Hause eingegangen. Ja, ich fahre schon ein bisschen weniger im Auto. Rechtzeitig vom Gas weg und so diese Kleinigkeiten, die man halt einsparen kann. Jetzt fahre ich eigentlich mehr mit dem Bus und mit dem Fahrrad und zu Fuß. Ich fahre schon weniger. Bei kurzen Strecken fahre ich mit dem Fahrrad. Ich muss das ein bisschen durchrechnen, dass man gut über die Runden kommt. Ne? Was glauben Sie, war da Lösung dafür? Also wirklich jetzt Ihr Appell an die Menschen bzw. an die Politiker? Mehr mit der Straßenbahn fahren, ist meine einzige Idee, weil unser Auto steht auch vor der Tür. Aber natürlich, der Autofahrer, was ist, der verzichtet nicht drauf. Weil die ganzen Fahrgemeinschaften alle scheitern, weil keiner Rücksicht nehmen will auf einen anderen, weil nur ich und daher hast du Haufen Auto auf der Straße. Wenn man so schaut, wenn man links runterfährt, das sitzt eigentlich überall immer einer drinnen und das ist ein bisschen unsinnig zum Teil. Könnte man sicher mehr machen. Ja, da gibt es einen Herrn Badenstein, der sagt, da kann man nichts machen. Ne? Und wer soll dann was machen, wenn es die Regierung nicht macht? Ne? Ja, ich glaube, bei der Politik hat einmal der Hausverstand eingeschaltet und dann wird das besser funktionieren. Was sagen Sie jetzt die Herren, wenn es vorher noch standen? Ich würde es wahrscheinlich bei den Ohren nehmen. Ich würde den Herrn Badenstein sagen, müssen wir überall die Ersten sein. Wir haben so viele Gesetze, da sind wir die Besten auf der Welt. Eigentlich beim Benzin haben wir es noch nicht geschafft. Ich sage, sie sollten auch mit Privatauto fahren, nicht mit den Dienstwagen, dass sie mal merken, wie teuer alles ist. Und dann würden die Herren auch einmal überlegen, ob man was machen kann. Aber solange sie einsteigen in ein Auto und keinen Groschen dafür zahlen, wird sich nie was ändern. Das ist schwierig, man könnte Steuern senken, ja. Würde halt woanders dann abgehen. Ich würde so gern streiken, aber keiner streikt. Naja, soll selber mal mit den Öffis fahren. Dann sehe ich das, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man sich um die Mittagszeit mit den ganzen Schülern einsitzen muss. Dann soll er fahren einmal. Ne? Dann wird es ihm wahrscheinlich vergehen. Dann kann es sein, dass er vielleicht ein bisschen runtergeht. Ja, natürlich sind wir alle sehr bestürzt über die aktuelle Energiepreissituation. Einige sparen sogar schon, indem sie dieses vierrädrige Etwas nicht mehr benutzen. Wir haben Glück, wir haben immer noch großartige Tankstellenangebote, die für nur 3,50 Euro Fußbälle und Rucksäcke anbieten, wenn man denn 8 bis 10 Mal dort tanken war. Beziehungsweise haben wir noch unsere öffentlichen Verkehrsmittel und unsere Füße haben wir auch noch. Ich gehe jetzt in die Arbeit nach Wien. Viel Spaß beim Lohnsteuer einholen, Herr Minister. Ich bin dann in 14 Tagen dort.